Die Großschauener Seen. Eine einmalige Naturlandschaft. Reich des Fischadlers. Und Schutzgebiet der Heinz-Sielmann-Stiftung. Die meisten Binnenseen werden vom Menschen genutzt. Auch die Großschauener Seen in Brandenburg. Doch nicht immer zum Wohl der Natur. Lange Zeit waren hier Fischadler und Co. bedroht. Heute ist das anders. Seit einigen Jahren wird hier nachhaltig gefischt. Im Sinne der Natur und zum Wohlsein der Menschen. Die Heinz-Sielmann-Stiftung arbeitet eng mit der ortsansässigen Fischerei Köllnitz zusammen. Das kommt auch dem Fischadler zugute. Die Seen sind das Jagdgebiet des Fischadlers. Sein Opfer fixiert er im Rüttelflug und stürzt dann pfeilschnell in die Tiefe. Wilde Sumpfwälder säumen die Seen. Heimat eines der am meisten bedrohten Tiere Deutschlands, des Fischotters. Im Frühsommer leuchten die Erlensumpfwälder in einem grünen Meer von Farnen. Darunter auch Raritäten wie der Königsfarn. Er kann bis zu 2 Meter hoch werden. Erlensümpfe wie dieser sind heute in ganz Europa stark gefährdet. Nur noch vereinzelt ist die Balz der Rotbauchunken zu hören. Einst waren an lauen Frühsommerabenden die Wälder erfüllt von ihren Rufen. Die Sielmann-Stiftung setzt sich dafür ein, dass stark bedrohte Arten wie Rotbauchunke und Fischotter wieder stabile Populationen entwickeln können. Auch die letzten Feuchtwiesen stehen im Fokus der Schutzmaßnahmen. Bunte Teppiche mit Kuckuckslichtnelken, Wollgras und vielen anderen. Sumpfschachtelhalm, Hahnenfuß sowie zahllose Insekten und andere Kleintiere sind in einer intakten Feuchtwiese wie dieser zu Hause. Durch Trockenlegung, Düngung und zu frühe Maat wurden Orchideen fast überall in Deutschland zur Rarität. Auch sie hat die Heinz-Sielmann-Stiftung unter ihren Schutzschirm genommen.
Um die gefährdeten Wiesen zu erhalten, setzt die Stiftung auf tierische Mitarbeiter. Besonders schwierige Standorte werden mit Wasserbüffeln beweidet. Die Wasserbüffel werden hier eingesetzt, damit sie das tun, was sie eigentlich immer machen, nämlich fressen. Und sie fressen hier ganz besondere Sachen, nämlich das, was eine Kuh nicht frisst. Säcken, Simsen, Binsen, all diese Sachen, die hier sonst sehr schnell Überhand nehmen würden und die Entwicklung einer artenreichen Feuchtwiese verhindern würden. Diese Tiere hier erzeugen biologische Vielfalt. Das ist eine wunderbare Sache, mit den Tieren umzugehen. Sie genießen es und der Mensch genießt es auch. Der Erhalt der naturnahen Wiesen kommt auch den Kranichen zugute. Ihre Jungen benötigen in den ersten Lebensmonaten eine sehr eiweißreiche Nahrung aus Insekten und kleinen Wirbeltieren. Später kommt dann auch pflanzliche Kost, vor allem Sämereien, hinzu. Charaktervogel der Großschauener Seen aber ist der Fischadler. Vor allem für die erfolgreiche Jungenaufzucht ist er auf ungestörte, fischreiche Gewässer angewiesen. Die Flügelspannweite beträgt bis zu 1,70 Meter. Dieser Vogel ist aufgeregt, denn unten am Boden wird gerade sein Junges beringt. Im Auftrag der Heinz-Sielmann-Stiftung. An seinem Ring ist das Tier ein Leben lang zu identifizieren. Ein wichtiger Beitrag für Wissenschaft und Artenschutz. Um die Eltern und das Junge nicht unnötig zu beunruhigen, muss es schnell gehen. Schon nach wenigen Minuten wird das Küken wieder ins vertraute Nest zurückgesetzt. Fischadler sind in Deutschland gefährdet, vor allem in West- und Süddeutschland. Ihr Schutz soll dazu beitragen, dass sich die eleganten Vögel auch in anderen Regionen wieder ansiedeln können. Naturschutz und menschliches Wirtschaften können einander bereichern. Das war und ist eine feste Überzeugung Heinz Sielmanns. Hier an den Großschauener Seen wird sie verwirklicht.